Bewegung, 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 aber welche Bewegung ist denn tatsächlich gut für den Rücken und welche ist schlecht? Heute sprechen wir über die beste Bewegung für den Rücken. Viel Spaß! Hallo zusammen und herzlich willkommen hier in der Gesundheitswelt in Vilma. Heute geht es um das Thema die beste Bewegung für den Rücken. Wenn wir Rückenschmerzen haben, wenn wir Probleme haben mit dem unteren Rücken oder mit der Halswirbelsäule, was für eine Bewegung, werde ich oft gefragt, ist denn das Beste, was ich für meinen Rücken machen kann? Viele Trainierende, die viel sitzen, sagen, boah, wie soll ich mich hinsetzen? Gibt es irgendwie eine bestimmte Position, irgendwas, was für den Rücken am besten ist? Und heute möchte ich euch einmal mitteilen, was tatsächlich die beste Bewegung für den Rücken ist. Achtung, jetzt kommt's. Die beste Bewegung für den Rücken ist immer die nächste. Ja? Die meisten fragen dann, was bedeutet das denn? Was sich dahinter verbirgt ist, unser Körper möchte nicht in einer bestimmten Bewegung verharren. Ja, also wenn ich jetzt irgendwo am Schreibtisch sitze, geht es jetzt nicht darum, dass ich jetzt eine gute, natürlich ist es gut und schön und aufrecht zu sitzen, ja, aber wenn wir 8 Stunden lang am Tag so am Schreibtisch sitzen, werden wir auch wieder Muckis haben, die ganze Zeit mehr Arbeit leisten müssen, als dass sie sollten. Und wir haben eigentlich keine Bewegung. Der Rücken ist nicht, oder unser Rücken oder unser Körper ist nicht für eine statische Position über langen Zeitraum vorgesehen. Dementsprechend ist es wichtig oder ist die größte Empfehlung, die wir Patienten mit Rückenschmerzen oder die ich Patienten mit Rückenschmerzen mitgeben kann, ist, dass ihr eure Position immer wieder regelmäßig wechselt. Ihr könnt mal auf der rechten Pobacke sitzen, mal auf der linken, mal könnt ihr mal ein bisschen die Schultern locker runterhängen lassen, mal könnt ihr aufrecht sitzen, ja, mal könnt ihr mal die Beine ein bisschen hochnehmen und euch mal so hinsetzen. Wichtig ist im Grunde, dass wir unsere Strukturen in Bewegung halten, dass wir die Stoffwechselprozesse aufrecht erhalten. Wir haben kennengelernt, was wir schon mal besprochen haben, gerade bei dem Bandscheibenvideo, ist, dass gewisse Teile von unserem Körper gar nicht so wirklich gut durchblutet sind und dass diese Bereiche sich vor allem durch Druckverhältnisse, das Wasser rausgepresst und wieder angesaugt wird, dass durch Diffusion sich Strukturen im Grunde ernähren. Und das passiert im Grunde auch darum, dass durch unsere Bewegung. Ja? Also ganz, ganz wichtig, die beste Bewegung für den Rücken ist immer die nächste. Also wenn ihr Ich glaube, das ist klar. Ja, also ich habe es jetzt ausgeführt. Ich denke, ich muss jetzt gar nicht weiter darüber sagen. Also bleibt in Bewegung. Viele Menschen stehen auch ganz häufig, ja, einfach nur, um wieder ein bisschen eine andere Bewegung zu haben. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Alles Gute und bis bald, euer Peter. Ciao. Hat euch mein Video gefallen? Dann lasst mir gerne ein Like da oder schreibt mir gerne in die Kommentare einmal rein, über was für ein Thema ich noch ein Video machen sollte.